Kriminalisierung schadet. Sie nutzt niemandem, außer vielleicht dem organisierten Verbrechen. Aber den Userinnen und Usern schadet sie. Sie zerstört ganze Biografien. Sie zerstört Leben. Menschen leiden unter der Kriminalisierung. So geht das nicht mehr weiter. Wir müssen das endlich ändern. Wir haben ein Gesetz eingebracht, das Cannabis-Gesetz, was vorsieht, Cannabis endlich zu legalisieren, nicht nur zu entkriminalisieren, weil Entkriminalisierung bedeutet, es ist ein richtiger erster Schritt, aber bedeutet, der ganze Kram bleibt auf dem Schwarzmarkt und es muss runter vom Schwarzmarkt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig klar, die Verbotspolitik ist auf ganzer Linie gescheitert. Der Schwarzmarkt blüht und auf dem Schwarzmarkt gibt es weder Gesundheits- noch Jugendschutz. Die Vernunft und jede Evidenz, Herr Kollege Pilsinger, gebietet endlich die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Dazu legen wir Grünen heute ein umfassendes Gesetz vor. Unser Gesetz regelt vom Anbau bis zum Verkauf alles, und zwar immer mit dem Gesundheits- und Jugendschutz fest im Blick. Und ich finde es gut, Herr Dr. Schinnenburg, dass die FDP hier eine Initiative einreicht. In den Sondierungsgesprächen haben Sie das Thema ja noch vollkommen uns überlassen und in der als Sie noch im Bundestag waren, hat Ihre Kollegin Initiativen zur Entkriminalisierung als Rauschsozialismus bezeichnet. Ich finde es gut, ich finde es ausdrücklich gut, dass Sie das jetzt anders sehen. Und wir sind offen für den Schulterschluss mit allen hier im Haus, die eine vernünftige, progressive Drogenpolitik wollen. Und da stimmt es mich sehr zuverlässig, Kollege Dittmar, dass Sie sich heute so vernünftig, progressiv und komplett richtig hier eingelassen haben. Wenn wir Sie auch an unserer Seite haben, dann kann das wirklich noch was werden. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Hilze von der AfD-Fraktion? Nein. Die FDP und die Linken, beides Anträge, die richtige Schritte vorschlagen, aber kleine Schritte. Unserer Meinung nach sind wir viel weiter. Die Linken fordern ja auch ein Gesetz, was die kontrollierte Freigabe regelt. Und genau dieses komplette Gesetz legen wir hier heute vor. Tun wir doch endlich Butter bei die Fische. Und warum, war ja hier jetzt viel von Gesundheitsschäden die Rede, warum setze ich mich als Fachärztin und Suchtmedizinerin, immerhin mit über 20-jähriger praktischer Erfahrung, so vehement für die kontrollierte Freigabe ein? Weil der Witz ist doch, was Sie hier beschreiben, das an Gesundheitsschäden, das passiert alles unter den Bedingungen der Prohibition. Sie müssen endlich mal der Tatsache ins Auge sehen, dass jede mögliche Gefahr, und nicht jeder Cannabiskonsum ist automatisch schädlich, aber jede mögliche Gefahr durch die Prohibition verschlimmert wird. Auf dem Schwarzmarkt Cannabis zu kaufen, ist, als würden Sie in eine Kneipe gehen und sagen, einmal Alkohol bitte. Und Sie wissen nicht, ob Sie Bier oder Wodka kriegen. Dafür Streckmittel inklusive. Und auf dem Schwarzmarkt fragt auch niemand nach dem Ausweis. Der Jugendschutz existiert dort rein gar nicht. Und ja, der Schwarzmarkt lebt ganz überwiegend vom Cannabis. Und wenn man dem Schwarzmarkt das Cannabis entzieht, dann trocknet das den Schwarzmarkt aus. So ist die Situation. Wir fordern von der Bundesregierung, beenden Sie endlich die Gesundheitsgefährdung durch die Prohibition. Die Evidenz ist doch da. Wir brauchen keine neuen Modellprojekte. Gucken wir doch auf die guten Erfahrungen aus Colorado, ganz aktuell aus Kalifornien. Hören Sie auf die Strafrechtlerinnen und Strafrechtler des Schildauer Kreises. Auch André Schulz, der Vorsitzende des Deutschen Bundeskriminalbeamter, hat es kürzlich gesagt. Unsere Polizei und Justiz hat wahrlich Wichtigeres zu tun, als Nutzerinnen und Nutzer zu verfolgen. Es ist doch absurd, dass wir derzeit etwa 9-mal mehr Geld für die Verfolgung der Nutzerinnen ausgeben als für die Prävention. Übrigens, Kollege Pilsinger, auch die Hälfte der Hausärztinnen und Hausärzte sprachen sich in einer ganz frischen Umfrage für die Freigabe aus. Und in der Psychiatrie ist es lange schon im Schwange, dass wir wissen, die Gesundheitsgefahren werden schlimmer durch die Prohibition. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit, die Prohibition endlich zu beenden. Ich freue mich auf die Debatte im Gesundheitsausschuss. Vielen Dank.
Moin, ich bin gerade auf der Mary Jane, der großen Hanfmesse in Berlin. Das ist eine super Stimmung hier. Die Menschen sind fröhlich und ausgelassen. Dahinter steckt aber ein wirklich ernsthaftes politisches und gesellschaftliches Thema. Wir haben nach wie vor die Prohibition, die ist komplett gescheitert. Die Menschen wollen wissen, was sie konsumieren. Im Moment ist es ja so, dass wenn man Cannabis konsumiert und auf dem Schwarzmarkt kauft, dann ist es, als würde man in der Kneipe sagen, ein Glas Alkohol bitte, und man weiß nicht, kriegt man Wodka oder Bier. Das muss endlich ein Ende haben. Die Prohibition ist gescheitert. Wir wollen die kontrollierte Freigabe, und zwar jetzt. So, ach, da sind wir wieder, und momentan steht die Technik. Ich hoffe, das bleibt auch stabil, denn wir haben jetzt hier nochmal hohen Besuch aus dem Bundestag, die Kirsten Gabbert-Gonter, drogenpolitische Sprecherin der Grünen. Hallo. Moin. Und vorher in Bremen tätig in der Landespolitik, mittlerweile hier in Berlin im Bundestag bei den Grünen für Drogenfragen zuständig. Und ich habe vor 5 Jahren das letzte Mal, glaube ich, den Cem Özdemir mal interviewt. Da war das Cannabiskontrollgesetz ganz neu. Mittlerweile ist das Cannabiskontrollgesetz schon ein paar Jährchen alt. Und wie realistisch ist denn die Implementierung des Cannabiskontrollgesetzes, oder wann wäre der richtige Zeitpunkt, wann könnte der Zeitpunkt sein? Also das ist tatsächlich ein paar Jahre alt, und es ist ja schon die zweite Legislatur, wo wir das im Bundestag eingebracht haben, und es ist jetzt auch vorgelegt worden, die Rede, die Einbringungsrede haben wir eben im Video gesehen. Nur es ist so aktuell wie immer, ja. Und wir haben im Moment eine Situation, dass ich die ganze Zeit gehofft habe, wir Grünen gehofft haben, auch gemeinsam mit den Linken gehofft haben, dass sich die Vernunft im Bundestag durchsetzt. Wir haben ja unglaublich viele Gespräche geführt. Wir haben Hinweise gehabt, auch CDU für Modellprojekte ist die gesellschaftliche Situation, die Akzeptanz von dem Gedanken Legalisierung kontrollierter Freigabe wirkt immer mehr. Und wir hatten gehofft, dass wir diese Legislaturperiode noch richtig was erreichen und deshalb gewartet mit der Änderung. Im Moment sieht es leider so aus, und mich erschüttert das wirklich, weil die ganze Vernunft spricht ja für die kontrollierte Freigabe. Aber im Moment sieht es leider so aus, als würde in dieser Legislatur da nichts mehr Substanzielles passieren. Wir werden jetzt innerhalb noch diesen Jahres, das ist durch Corona jetzt ja alles ein bisschen verschoben, aber das Cannabiskontrollgesetz zur Abstimmung stellen. Ich fürchte, dass die Koalition geschlossen auch mit der SPD dagegen stimmen wird, was ich falsch finde, was ich schlimm finde, was gegen Gesundheits- und Jugendschutz spricht. Aber ich fürchte, das ist die Situation, und wir werden es ja sehen. Also das Cannabiskontrollgesetz erreicht demnächst den Bundestag zur zweiten und dann letzten Lesung. Dann weiß ich ja, Sie sind Bundespolitikerin, Sie haben da auf Landesebene weniger Einfluss. Nichtsdestotrotz, Ihre Wurzeln liegen in Bremen politisch, und in Bremen könnte ja auch dank oder mit Hilfe der Grünen vielleicht noch was geschehen in Sachen Cannabis-Modellversuche. Es tut sich ja richtig was in Bremen. Wir haben ja eine relativ frische Koalition aus SPD, Linken und Grünen. Koalition in den Koalitionsverhandlungen. Ich war ja bei den ganzen Koalitionsverhandlungen aktiv dabei, aber das Drogenkapitel habe ich ja für uns verhandelt, und das ist ein sehr innovatives Kapitel geworden, und wir haben ja zum 1.4. diesen Jahres jetzt mit Berlin die liberalste Lösung, was die geringe Menge anbelangt. 15 Gramm der Soll-Einstellung, das ist, halte ich für einen wichtigen Schritt. Das ist das, was man auf Landesebene tun kann. Wir wollten als Grüne, und so steht es ja auch im Koalitionsvertrag, auch den Eigenanbau genehmigen. Das scheitert im Moment an verfassungsrechtlichen Bedenken der SPD in der Regierung. In Karlsruhe ist das ja anhängig, also wir hoffen, da tut sich was. Und tatsächlich hat ja Bremen auch gemeinsam mit, ich glaube, mit Thüringen, einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, Modellprojekte endlich
bundesweit voranzubringen. Im Moment liegt das im Bundesrat in den Ausschüssen. Ich fürchte, dass es da keine Mehrheit geben wird, aber die Regierung, die Koalition hat sich nochmal verständigt, dass sie dann prüfen will, ob sie nicht trotzdem ein Modellprojekt beantragt. Wir wissen ja, in Berlin ist es beantragt worden, das BfArM hat es wieder abgelehnt. Es ist ja noch gar nicht so lange die Ablehnung. Da ist der Widerspruch eingereicht. Das war wichtig, dass die Berliner das gemacht haben, damit es überhaupt im Verfahren bleibt. Also Bremen macht es wirklich richtig, richtig gut. Aber das Entscheidende ist, auf Bundesebene müssen die Bundesgesetze, die alles verhindern und die dem BfArM überhaupt die Möglichkeit geben, die Modellprojektanträge immer wieder abzulehnen, das muss sich endlich ändern. Und deshalb wollen wir ja auch so dringend in die nächste Regierung. Nun haben wir ja in der nächsten Regierung, gibt es ja dann vielleicht auch mal eine neue Drogenbeauftragte, weil mir ist aufgefallen, die Diskussion in der Öffentlichkeit konzentriert sich momentan oder reduziert sich auch oft auf die Person der Drogenbeauftragten, der Bundesregierung, sage ich immer. Und da frage ich auch eine Fraktion, ein Mitglied der Grünen-Fraktion hier mal, wie wäre es denn, wenn das Parlament endlich mal sagt, okay, nicht die Bundesregierung beauftragt die Drogenbeauftragte, sondern dass die Drogenbeauftragte ist dem gesamten Parlament verantwortlich und sprich, da kann dann auch mal jemand mit einer gewissen Expertise vielleicht Platz nehmen, wie das beim Wehrbeauftragten, der Missbrauchsbeauftragten und anderen Beauftragten ist und sie ist nicht nur der Regierung, sondern dem gesamten Parlament verantwortlich. Das hattest du ja gerade, Nima Muwas hat auch schon gefragt, hatte ich gehört und dachte, oh, das ist mal eine schlaue Idee. Also mir gefällt es gut, aber auch Nima hat ja darauf hingewiesen und das stimmt einfach. Auch eine vom Parlament bestellte Drogenbeauftragte würde in erster Linie von der Regierungskoalition, weil das sind die Mehrheiten, bestimmt werden, aber sie wäre natürlich unabhängiger. Und wir sehen schon, dass Daniela Ludwig wirklich mutig gestartet hat. Also Drogenpolitik ist ja nicht nur Cannabis-Legalisierung, es geht ja um Drug-Checking, es geht um Drogenkonsumräume, es geht auch um die Frage Substitution. Das spielen sind ja alles große Fragen. Da finde ich, war sie gar nicht so vernagelt, aber bei Cannabis ist sie ja total mega zurückgerudert. Und mein Eindruck ist, dass sie quasi hier auch den konservativen Markenkern der CDU mit verteidigen soll. Und das ist natürlich schade, weil auch innerhalb der CDU sind ja nicht alle total vernagelt. Auch da gibt es ja GesundheitspolitikerInnen, die verstehen, dass die Prohibition dem Gesundheitsschutz, dem Jugendschutz schadet und dass die Prohibition nur einer Gruppe nutzt. Und das ist die des organisierten Verbrechens. Und natürlich wäre es vernünftig, wenn die Drogenbeauftragte genau diese Argumente, die ja hinlänglich bekannt sind, auch auffächern würde. Ob das nun wäre, also wenn sie nun vom Parlament bestellt würde statt von der Regierung, das kann schon sein, dass sie dadurch unabhängiger wäre. Aber ich glaube, wir brauchen einfach wirklich andere Mehrheiten. Gut, jetzt muss ich auch nochmal auf eine Frage aus dem Chat zurückkommen, muss aber dann auch in dem Zusammenhang auch wieder erwähnen, wir reden hier mit einer Bundestagsabgeordneten, mit der drogenpolitischen Beauftragten des Bundes. Die Frage dreht sich jetzt speziell um Baden-Württemberg, muss ich aber auch stellen, denn in Baden-Württemberg ist der Repressionsgrad gegen Cannabiskonsumenten doch sehr hoch, trotz eines grünen Ministerpräsidenten. War schon so mit der SPD-Koalition, mit der CDU, ist es auch nicht besser geworden? Und gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass der Herr Kretschmer da vielleicht mal ein bisschen grüner denkt? Also mich würde es freuen, auch in anderen Bezügen. Und ich habe es ja gerade gesagt, ja, dass die Länder, die Landesverbände sind wirklich sehr unabhängig, auch von der Bundestagsfraktion. Und es gibt da große Unterschiede, wenn wir uns auch noch mal Hamburg angucken. Also kann ich sagen, dass ich darüber sehr enttäuscht war. Und ich habe ja eben noch mal ausgeführt, wie wir in Bremen die Koalitionsverhandlungen gestaltet haben. Und auch das war, obwohl wir eben SPD, Linke, Grüne sind in der Regierung jetzt nicht irgendwie ein Traubenzuckerschlecken, dieses Drogenkapitel so innovativ zu verhandeln, ja. Also die Linken waren da sehr gut an unserer Seite. Das war total erfreulich. Aber es ist auch nicht so, dass es mit der SPD immer einfach ist. Und wir haben ja zum Glück jetzt endlich den SPD-Beschluss, der innovativ ist, der gut ist. Aber schon die beiden Vorsitzenden sind sich ja nicht einig, ja. Saskia Esken
sagt, sie ist pro Legalisierung. Walter Bojans sagt, er ist eher skeptisch. Aber ich sehe zumindest nicht, dass es da eine Werf gibt, ja, zu sagen, also das ist ein Thema, was wir jetzt mal priorisieren. Und es würde aber eine Priorisierung rechtfertigen, weil es geht sozusagen um so viel gesellschaftlich. Es geht ja nicht nur um Freiheit und Selbstbestimmung. Es geht nicht nur um Jugend- und Gesundheitsschutz. Es geht auch um sowas wie Wirtschaftspolitik. Es geht übrigens auch um Biodiversität. Ja, Bienensterben ist dramatisch. Wir wissen, wie sehr Bienen auf Cannabis fliegen. Auch die ganze Kleidungsmittelindustrie würde profitieren von mehr Hanf. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, das organisierte Verbrechen. Erstens ist es schrecklich, was da passiert, und das bindet so viel Kapazitäten auf juristischer und polizeilicher Ebene, dass es wirklich absurd ist, ja. Die also Ordnungshüter haben wirklich Besseres zu tun, als Nutzerinnen und Nutzer irgendwie aufzuschreiben. Also es gäbe beste Gründe, diesen Bereich der Legalisierung wirklich relativ hoch zu raten. Und um das auch abschließend zu sagen, ich würde mich freuen, wenn das in allen Bundesländern so passieren würde, auch gerade in denen, wo die Grünen mit in der Koalition sind, wie es die Vernunft einfach gebietet. Ja, da hätte ich wirklich eine Frage. Inwieweit wird das bei den Grünen diskutiert? Hamburg hat eine rot-grüne Regierung und hat den höchsten Repressionskoeffizient, also am meisten BTM-Delikte, die Polizei bearbeiten muss in Relation zu Einwohnerzahl. Und das ist bei Rot-Grün. Sachsen hat die geringste. Ich meine, das müsste ja doch in der Partei diskutiert werden. Ja, ich habe ja dazu gesagt, wie ich das mit den Landesverbänden ein. Ja klar, es wird diskutiert. Ich kenne keine grüne Person, mit der ich spreche auf Landesebene, die nicht unseren liberalen drogenpolitischen Kurs nicht nur mitträgt, sondern auch klug und richtig findet. Aber sozusagen der Durchsetzungsgrad und wie das priorisiert wird in den verschiedenen Koalitionen ist eben unterschiedlich. Und ich habe das Beispiel Bremen genannt. Das war auch richtig Arbeit, ja, so eine sehr fortschrittliche Drogenpolitik zu anzuregen, sagen wir mal. Ich muss ja auch sagen, ich war in Bremen doch überrascht, wie insistent die Grünen diesmal in den Koalitionsverhandlungen waren, was die Drogenpolitik betrifft. Da war ich positiv überrascht, weil man hat sich ja in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten mussten sich die Grünen ja nach einer Wahl öfter mal vorwerfen lassen, dass sie in Koalitionsverhandlungen die Drogenpolitik nicht ausreichend priorisieren. Jetzt. Ja, ich habe das ja auch federführend für uns verhandelt. Ja, das wäre jetzt auch erschütternd gewesen, wenn da nichts bei rausgekommen wäre. Given the case, die Grünen sind auch Teil der kommenden Koalitionsverhandlungen, wo es ja in den Umfragen momentan sieht es ja ganz gut aus für die Grünen, was die kommenden Koalitionsverhandlungen betrifft, dass sie da zumindest ein gehöriges Wörtchen mitreden dürfen. Jetzt sagen wir mal eine Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist die Priorität der Drogenpolitik, wenn es dann wirklich um konkrete Koalitionsverhandlungen geht? Weil das ist in meinen Augen immer die Gretchenfrage dann am Ende von nach 4 oder 5 Jahren. Ich glaube, dass jeder Koalitionspartnerin, also es ist ja völlig offen, ja, wie die nächste Regierung aussehen wird. Es ist auch nicht gesetzt, dass wir Mitglied der nächsten Regierung sind, aber wir hoffen das natürlich. Aber aus meiner Sicht, und so sehen wir das bei den Grünen, kann es nicht sein, dass wir, wenn wir Mitglied in einer Regierung sind, dass wir nicht mit sehr entscheidenden Schritten Richtung Legalisierung daraus kommen. Okay, das ist ein klares Wort zum Schluss. Ich bedanke mich nochmal. Ich denke, wir sind jetzt auch schon wieder im Zeitplan 1-2 Minuten hinterher. Vielen Dank für die klaren und offenen Worte und auch, dass Sie Zeit für uns gefunden haben heute Abend. Sehr gern, war mir ein Vergnügen. Das nächste Mal lieber wieder face-to-face. Aber das hier, ich glaube, es war technisch auch gut, ne? Oder ja, gab es eine Störung? Hatten wir Glück, ja. Noch einen entspannten Sonnabend. Vielen Dank, ja. Ciao. Tschüss und danke.